Hallo, ich darf Sie begrüßen zu meinem Kanal Psychoanalyse und Philosophie und würde heute gern die Reihe Psychosomatik abschließen. Wir hatten uns ja der Psychosomatik historisch zugewendet und die Entwicklung der psychosomatischen Medizin uns kurz angeschaut und sind dort dann auf eine philosophische Betrachtung der Psychosomatik und vor allem der Beziehung zwischen Behandler und Patient gestoßen. Wir haben Sigmund Freuds Konversionsmodell und das Äquivalenzmodell kennengelernt und uns dann die verschiedenen Hypothesen des 20. Jahrhunderts, vor allem aus der psychoanalytischen Psychosomatik, näher betrachtet. Was bleibt von diesen Betrachtungen heute? Ich will Ihnen einen kurzen Ausblick geben. Die psychosomatische Medizin ist ja 1993 zu einem Gebiet der Humanmedizin geworden und hat einen festen Bestandteil an der Versorgungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland. Was bis heute weiterhin einer Diskussion ausgesetzt ist, die Spezifitätshypothese von Franz Alexander. Wir wollen uns noch mal erinnern, die Spezifitätshypothese besagt ja, dass ein psychosomatisches Geschehen, eine Erkrankung fest an einen spezifischen unbewussten Konflikt gebunden ist. Und dies besagt die Spezifitätshypothese und diese wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte häufig kritisch betrachtet, da aus der klinischen Praxis nicht zwangsläufig abzuleiten war, dass zum Beispiel eine Colitis ulcerosa immer mit dem gleichen spezifischen unbewussten Konflikt in Verbindung stehen kann. Und diese Kritik ist durchaus zutreffend. Das Geschehen ist ja oft sehr mannigfaltig und überdeterminiert. Und es gibt jetzt einen Lösungsversuch, den ich sehr sympathisch finde, der von Küchenhoff, einem Analytiker, entwickelt wurde. Und er stellt sich die Frage, inwieweit es Gemeinsamkeiten in psychosomatischen Krankheitsbildern überhaupt gibt. Und er beantwortet diese Frage mit den Worten, es gibt sie und zwar in der Organisation zum Symbolisierungsvermögen. Also es gibt Zusammenhänge psychosomatischer Erkrankungsbilder und diese finden sich in dem unterschiedlichen Organisationsgrad des Symbolisierungsvermögens. Und Küchenhoff weist zwei Erkrankungen auf, beziehungsweise zwei Funktionen des Symbolisierungsvermögens. Und das eine wäre eine expressive Funktion, die vor allem in der Hysterie eine Bedeutung hat. Expression als Ausdrucksfunktion, dass der Konflikt direkt in einer Darstellung symbolisiert wird. In einer körperlichen Darstellung wird der Konflikt symbolisiert und das wäre die expressive Funktion. Hier haben wir einen Zusammenhang zwischen Konflikt und Darstellung und der Gegensatz dazu wäre die sogenannte indexikalische Funktion, Index der Zeigefinger, der Verweis auf etwas, der Hinweis auf etwas und dies wäre die Aussage, es gibt einen Konflikt. Also keine direkte Verbindung mehr zwischen speziellen Konflikt und psychosomatischem Geschehen, sondern die Funktion im Rahmen eines Verweises, dass da ein Konflikt ist und diese Konflikthaftigkeit wird als diffus beschrieben. Also das wäre ein Ausweg aus dem Problem der Spezifitätshypothese, in dem Psychosomatik als etwas verstanden wird, das auf der einen Seite in der Hysterie direkt den Konflikt ausdrückt und darstellt, auf der anderen Seite es Erkrankungen gibt, die auf eine diffuse Konflikthaftigkeit hinweisen, die nicht an einen speziellen unbewussten Konflikt gebunden sind und somit die Aussage mit sich bringen, es gibt einen Konflikt, der nicht unbedingt in direkter und unmittelbarer Verbindung mit dem psychosomatischen Krankheitsgeschehen existiert, der darauf hinweist, aber der nicht diese direkte, feste Verbundenheit demonstriert. Abschließend noch zwei Elemente zeitgenössischer Psychosomatik.
Das erste wesentliche Element ist natürlich die Diskonnexion zwischen Psyche und Soma. Ein Krankheitsgeschehen wird dadurch auch ausgelöst, indem diese ursprüngliche Einheit aus Psyche und Soma getrennt wird, abgetrennt wird, zerrissen wird. Und das entspricht bis heute dem mütterlichen Riss in der psychosomatischen Ursprungseinheit. Also es gibt eine Ursprungseinheit zwischen Psyche und Soma und die wird mittels der Psychosomatik bzw. den Konflikten, die die Psychosomatik produzieren und die von der Psychosomatik produziert werden, zerrissen wird. Das zweite wesentliche Element zeitgenössischer Psychosomatik ist die Verschmelzung zwischen Selbst, Objekt und Organ. Anna Freud hat das mit dem Vergleich beschrieben, dass der Patient mit Mutter und Kind spielen würde, wie er mit seinem Körper spielt. Also eine ursprüngliche auch Verbundenheit, eine Verschmelzung zwischen Selbst, Objekt und Organ, die in dem psychosomatischen Geschehen auch deutlich wird. So, dann darf ich die Reihe der Psychosomatik heute abschließen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige wesentliche Aspekte der Psychosomatik, aber auch der psychosomatischen Medizin, vor allem in ihrer psychoanalytischen Prägung, näher bringen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.